A3.2. Die Glasscheibe wird aus einer quadratischen Glasplatte herausgeschnitten. Dazu bewegt sich ein Laserschneider mit einer Geschwindigkeit von 30 cm pro Sekunde entlang des Kreisbogens CD und der Strecke DA. Berechnen Sie die hierfür benötigte Zeit. Hier habe ich nochmal die Skizze. Also der Kreisbohrer fährt im Prinzip hier diesen Kreisbogen CD entlang und zusätzlich noch die Strecke DA. Die Strecke DA kennen wir jetzt schon aus der vorherigen Aufgabe. Was wir noch brauchen, ist die Länge des Kreisbogens CD. Und da hilft dann schon die Kreisbogenformel weiter. Die steht in der Formelsammlung auf Seite 34 und heißt B ist gleich 2 mal der Radius mal Pi mal der Öffnungswinkel, wird immer mit Alpha benannt, durch 360 Grad. Für unseren Fall gilt also 2 mal, der Radius ist die Strecke BC, mal Pi mal Alpha ist in dem Fall der Winkel CBD, geteilt durch 360 Grad. Und was kennen wir aus diesen angegebenen Größen schon? BC ist bekannt mit 60 Grad. Was wir nicht kennen, ist der Winkel CBD. Den müssen wir also erst nochmal ausrechnen. Winkel CBD geht allerdings recht einfach. Wir wissen ja, der Winkel CBA sind 90 Grad. Das ist der hier unten. Und hier sehen wir schon, dieser kleine Winkel wird weggeschnitten. Der DBA, der ist aber aus der vorherigen Aufgabe bekannt mit 13,8 Grad. Also können wir gleich sagen, Winkel CBD ist 90 Grad minus der Winkel CBD. Also 90 Grad minus die 13,8 Grad. Und das sind demnach 76,2 Grad. So, setzen wir es in unsere Kreisbogenformel nochmal ein. Dann folgt daraus, B ist gleich, oder nennen wir es gleich nach der Strecke, wie sie heißen soll, als der Kreisbogen CD. Ist also gleich 2 mal BC waren 60 cm. Mal Pi mal, und jetzt kommt der Winkel 76,2 Grad geteilt durch 360 Grad. Das tippen wir jetzt im Taschenrechner ein und dann folgt, der Kreisbogen hat eine Länge von 79,8 cm. So, und jetzt heißt ja hier, der Laser soll entlang des Kreisbogens CD und der Strecke DA entlang schneiden, also müssen die beiden nur noch zusammenzählen. Ich nenne es jetzt hier einfach mal Strecke ist gleich CD, Moment, Kreisbogen CD plus die Länge der Strecke von AD oder DA. Das sind also gleich 79,8 cm plus die 16,5 cm aus der vorherigen Aufgabe und das sind dann 96,3 cm. So, zu guter Letzt wissen wir noch aus der Aufgabe, der Laserschneider hat eine Geschwindigkeit von 30 cm pro Sekunde, also nehmen wir einfach die Strecke, die wir jetzt gerade ausgerechnet haben, die er entlang schneiden muss, also 96,3, teilen es durch die 30 cm, die der Laser pro Sekunde zurücklegt, tippen es in den Taschenrechner ein und erhalten dann einen Wert von ca. 3,2 Sekunden. Und das ist dann auch die Zeit, die der Laser benötigt.